Irans Präsident Ahmadinejad hat für einen Eklat vor der UNO-Vollversammlung gesorgt. Er nannte das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser Völkermord und sprach von einer neuen Form der Sklaverei. Zahlreiche Delegationen, darunter auch die deutsche, verließen daraufhin den Saal. Zum iranischen Atomprogramm verlor Ahmadinejad kein Wort. Hier sorgt für eine Überraschung, dass nun auch der russische Präsident Medvedev Sanktionen gegen Iran nicht mehr ausschließt. Gegen ihn protestieren am Abend Hunderte vor den Toren der UNO. Irans umstrittener Regierungschef Ahmadinejad ist auch nach New York gekommen, zur 64. Generalversammlung. Als er am Abend spricht, sind nur noch wenige der 118 Delegationen im Saal. Und es wird eine mehr als halbstündige Predigt über Allah, den Allmächtigen. Den Konflikt mit der Weltgemeinschaft erwähnt er nur mit einem Satz. Nach unseren großartigen und völlig demokratischen Wahlen sind wir bereit, uns in einem konstruktiven Prozess mit den internationalen Sorgen und Herausforderungen zu befassen. Anders als sein Vorgänger Bush hat Obama dem Iran direkte Verhandlungen angeboten. Am 1. Oktober will man sich zusammen mit Russland, China, Frankreich und Deutschland zum Gespräch treffen. Am Abend berät die Iran-Kontaktgruppe im UN-Hauptquartier unter Vorsitz von Außenministerin Clinton. Man erwarte eine ernsthafte Antwort des Iran, sonst werde man über weitere Schritte diskutieren. China und Russland haben bisher weitere Sanktionen gegen den Iran abgelehnt, wenn der die Urananreicherung fortsetzt. Deshalb werden die Reden der beiden Staatschefs besonders aufmerksam verfolgt. China hat sich immer dafür eingesetzt, alle Atomwaffen zu verbieten, sagt Hu Jintao. Iran erwähnte aber, wie Präsident Medvedev, mit keinem Wort. Ahmadinejad wird auch die Proteste gegen ihn so lange gelassen sehen, wie Russland und China seine Regierung vor wirksamen Sanktionen schützen.